In der Ubisoft Forward Pre-Show, die am 10.09.2020 stattgefunden hat, haben wir den ersten großen Trailer zu Red Patriot gezeigt bekommen. Für diejenigen, die den Trailer noch nicht gesehen haben, ich verlinke ihn in der Infobox unten bzw. ich hänge ihn ans Ende dieses Videos. Der Pfadfinder ist die neue Klasse, die mit Title Update 3.0.0 und der Veröffentlichung von Red Patriot ins Spiel eingeführt wird. Ich werde euch jetzt so einiges darüber erzählen, was diese Klasse so ist und was sie so kann und werde natürlich auch den Blogpost nochmal unten reinhauen, dann könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Der Speer wird hier bezeichnet als eine vielseitige Scout-Einheit bzw. ein vielseitiger Scout-Operator, der mit verschiedenen Fähigkeiten und Werkzeugen seinem Team zum gewissen Erfolg bringen kann. Was diese ganzen Dinge sind, die gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Des Weiteren würde ich ihn in so eine Kategorie des One-Man-Joint-Fire-Support-Teams einkategorisieren, weil er mit seinen Fähigkeiten halt auch noch eine unterstützende Wirkung hat, was die Feuerkraft angeht. Die Spezialfähigkeit ist das sogenannte AMROS-Interface. Mit diesem Interface kann er eine abtrünnige Azrael-Drohne in sehr großer Höhe beirufen und da dann folgende Dinge durchführen, die für den Einsatz wichtig sein können. Das erste ist das Scannen, wo dann ein gewisser Bereich markiert wird, wo dann halt auch Gegner zu sehen sind für die anderen Verbündeten. Des Weiteren kann er ködern für gewisse Ablenkungsmanöver, wenn man gewisse Stealth-Taktiken anwenden möchte. Dann gibt es das Blenden, das wird so eine Art Flash oder ein Aufschlag sein, die Gegner halt stunt bzw. betäubt und verwirrt. Und dann haben wir noch den Angriff, was ein taktischer Luftschlag ist. Das ist auch der Grund, warum ich ihn in dieses One-Man-Joint-Fire-Support einkategorisiere, weil er halt auch die Möglichkeit hat, mit diesem Luftschlag eben auch Schaden anzurichten und nicht nur diese aufklärende Fähigkeit bzw. unterstützende Fähigkeit hat, wie es die anderen Skills vorausführen. Um die passiven Fähigkeiten zu erklären, muss ich auf eine Änderung eingehen, die das komplette Spiel ja auch betreffen. Und zwar werden diese genannten taktischen Depots eingeführt. Das sind spezielle Depots, die von den Outcasts an gewissen Punkten hinterlegt sind und die der Pfadfinder mit einer gewissen Fähigkeit einfach besser aufspüren kann. Und damit schließt sich jetzt auch der Kreis zu den passiven Fähigkeiten, weil er diese Depots durch ein akustisches und auch ein visuelles Signal dann im Endeffekt ein Feedback bekommt und die Dinger dann wahrnehmen kann. Eine weitere Fähigkeit ist die Speersicht. Das ist ein Wärmebild, die in Schwarz-Weiß-Polarität gehalten ist und womit die taktischen Depots wohl besser hervorgehoben werden, man sie einfacher finden kann. Die dritte und letzte passive Fähigkeit ist der wilde Metabolismus. Da haben Rationseffekte eine längere und stärkere Wirkzeit. Das ist beim Pfadfinder Rang 1 die 50% und wenn man den Pfadfinder Rang 2 und mehr hat, sind es dann 100%. Da wir ja nun wissen, dass es diese taktischen Depots gibt und dass der Pfadfinder die Möglichkeiten hat, die besser aufzuspüren, kommen wir auch noch zu dem Wichtigsten, was diese Depots beinhalten. Das sind die sogenannten Uplink-Protokolle, die wiederum benötigt werden, um die Fertigkeitsanzeige der Pfadfinder-Spezialfähigkeit komplett aufzuladen. Dies ist der sogenannte Spezialgegenstand, vergleichbar wie das Spray vom Panther oder die Gasgranate vom Assault. Die taktischen Depots sind aber nicht nur für den Pfadfinder gut, in der gewissen Weise, dass wir hier die Sachen rausholen können, die wir brauchen, um unsere Spezialfähigkeit zu zünden. Nee, man kann da nämlich auch noch ganz besondere Gegenstände bekommen. Und zwar die AUG Scout, die MK17 Scout. Und es wird das Baumblätter-Ghillie-Oberteil sowie auch die Hose geben. Also empfehle ich, diese Boxen auch wirklich abzuluten und zu schauen, dass man da dann die jeweilige Blaupause bzw. das Cosmetic dann dafür bekommt. Weiter unten ist auch noch ein bisschen erklärt, wie das Ganze im PvP abläuft. Wie gesagt, da gehe ich jetzt wirklich nicht im Detail ein. Ich bin kein PvP-Spieler und dann klingt das immer ein bisschen seltsam, wenn ich da über die ganzen PvP-Sachen rede. Ich verlinke das Ganze wirklich unten nochmal in der Beschreibung und da könnt ihr es euch selbst durchlesen. Seht nur ein paar Punkte, was da genau sich verändert, wenn ihr die Pfadfinderklasse im PvP spielen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß in Ghost Recon Breakpoint und melde mich ab.
Major Pyotr Bukharov is the leader of Raven's Rock. Codename Basilisk. He's an ultra-nationalist turned rogue with requisite hatred of the U.S. Son of the late Vitaly Bukharov. Ghost Actual, say again. I found you, Ghost. Who is this? The leader of Raven's Rock. You might have heard of it. Bukharov. If you're fast enough, you may be able to save innocents from a horrible death. The timer has begun. Hurry. Save the others. And try not to die. Armor of drone locked. Ready for uplink. Yes. First the United States, then we take back my country. I am a man of my word, Tovarish. Our plan will bring balance once again. I have one final request. I wish to hunt these ghosts who plague you. Well, if you so desire. Then I'm happy to let you handle them.